ich halte mich eigentlich für einen stinknormalen Menschen. Ich fühle mich jetzt nicht großartig anders wie andere. Ich habe vielleicht in gewisser Weise ein bisschen mehr Weitsicht erfahren dürfen. Und das möchte ich halt weitergeben. 2009 habe ich damit angefangen, meine Gedichte und Tagebucheintragungen zusammenzufügen und daraus ein Buch zu machen, weil ich einfach nochmal alles Revue passieren lassen wollte. Die ganze Vergangenheit, was war schon ziemlich viel, was da passiert ist. Und zum anderen war mir halt wichtig, ich wollte auf jeden Fall mit meinem Schicksal anderen auch helfen. Und weil es nun mal viele gibt, die in der gleichen oder der ähnlichen Situation sind. Und deshalb war mir das einfach wichtig, dass ich da irgendwas draus mache, was man fassen kann. Jetzt hoffe ich natürlich dann, wenn es jetzt rauskommt, dass es einige Menschen erreicht und dass der eine oder andere sich da irgendwie sich wiederfindet und dass es vielleicht ein bisschen hilft. Und Transsexualität ist ja, kommt ja nicht einfach so, sondern ist halt angeboren und dementsprechend merkt man das halt auch schon sehr früh. Und damals konnte ich das natürlich noch nicht richtig in Worte fassen, dass mein Körper nicht zu meiner Seele passt. Ich habe schon früh angefangen, dass ich oft durchs Haus gerannt bin und gesagt habe, ich bin ein Mädchen. Und ja, es haben halt bekannte Familie alle für eine Phase erstmal gehalten. Und meine Eltern haben mich dabei auch unterstützt und mir die Freiheit gelassen, die ich gebraucht habe. Und das war schon sehr wichtig. Die größte Kraft, die mich damals angetrieben hat, war wirklich so die nackte Angst. Also es war gar nicht, dass ich mich großartig irgendwie stark oder so fühle, sondern es war wirklich so die Angst davor, weil vor der Pubertät, vor der männlichen Pubertät, weil ich wusste, also entweder kriege ich jetzt die Medikamente oder ich bringe mich um. Das waren die zwei Entscheidungen, die ich hatte. Und weil ich ja eigentlich leben wollte und nicht in diesem jungen Körper sterben wollte, habe ich natürlich meine ganze Kraft dazu eingesetzt, dass ich die Angleichung eben machen kann. Das war ein ziemlicher Kampf, wo ich mit meinem damaligen Therapeuten auch ziemlich hart für kämpfen musste, dass ich meinen Vater, das Jugendamt, Ärzte überzeugen musste. Das war ziemlich schwierig, aber es hat Gott sei Dank noch funktioniert und geklappt. Als ich die weiblichen Hormone das erste Mal bekommen habe, da war jeden Tag immer so ein Bibbern vorm Spiegel, hat sich schon was verändert und bin ich weiblicher geworden. Und man merkt das selber gar nicht so im Laufe des Prozesses, sondern man merkt das wirklich erst nach ein, zwei Jahren, guckt man irgendwann ins Spiel und denkt so, oh, oder auf dem Foto. Und dann sieht man erst dann richtig den Unterschied. Und das war dann so ganz erstaunlich und richtig schön, dass man gesehen hat, dass man halt wirklich in allen Facetten jetzt nochmal weiblicher geworden ist. Also es war die ganze Zeit schon der Traum, nach der Geschlechtsangleichung endlich wirklich die Sachen anziehen zu können, die man wirklich anziehen möchte. Nicht immer weitere Sachen oder Röcke oder so, sondern wirklich auch mal so eng anliegende Sachen, ohne dass man auffliegt. Und es war ganz toll, als ich shoppen war. Ich habe dann direkt ganz, ganz viele Leggings gekauft und so kurze Shorts und alles, weil mag ich einfach total gerne. Wirklich dann in der Umkleide zu stehen und diese Sachen anzuhaben und zu wissen, okay, da ist nichts mehr, was irgendwie an eine Fehlbildung einfach erinnert. Und das ist einfach wahnsinnig befreiend. Man kann sich einfach frei bewegen, man kann wieder ins Schwimmbad gehen und schwimmen gehen im Bikini und kann einfach das Leben dann wieder lernen zu genießen. Das Wichtigste ist mir, dass ich mich selber akzeptiere, dass meine Familie, meine Freunde hinter mir stehen und da habe ich wirklich hundertprozentiges Feedback. Und bei Menschen, die ich jetzt kennenlerne, begegne, klar, manche haben Vorurteile, bei manchen kann ich die ausradieren, dass ich mich erklären kann und die Leute das verstehen. Manche verstehen das überhaupt nicht, was Transsexualität bedeutet und denken, das ist irgendeine psychische Krankheit, die irgendwie ganz abartig und abstoßend ist. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass es tatsächlich eben angeboren ist und dass es nichts mit irgendeinem Wunsch zu tun hat oder irgendeinem Zwang, dem anderen Geschlecht anzugehören, sondern dass man tatsächlich von Grund auf eben in meinem Fall, dass ich weiblich geboren worden bin, nur halt eben mit den falschen Geschlechtsmerkmalen und dass man die eben geändert hat, aber dass ich nicht meine Person geändert habe. Ich hätte wahnsinnig gern eine Beziehung und ich versuche natürlich immer ehrlich zu sein und ich finde es ein bisschen schwierig zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, man spürt es einfach, wenn man bereit ist, dieses Thema anzusprechen, aber ich habe auch viele schon gefragt, wann soll ich erzählen? Viele sagen, sag es direkt am Anfang, andere sagen, wart erst mal ab und ich glaube, da muss man so seinen eigenen Weg finden, weil ich sage immer, ich bin in erster Linie ein Mensch
und nicht transsexuell. Und das macht mich eben nicht aus. Und das ist halt ein Teil von mir, größtenteils meine Vergangenheit. Und ja, deshalb finde ich das schrecklich, immer darauf reduziert zu werden. Das waren wirklich reichlich Hürden, die ich hatte. Und ich bin froh, dass ich die alle überstanden habe und dass ich jetzt heute hier bin und dass ich immer noch lächeln kann. Und ja, aber ich glaube, das hat mich auch alles irgendwie stärker gemacht, glaube ich, so ein bisschen.